schön, dass ihr zum dritten Teil der Schokoreihe vorbeischaut. Wir machen heute Kaffeepralinen, Kaffeeherzchen. Da ist was schiefgegangen, das hat man, glaube ich, gerade schon sehen können. Da weise ich euch nachher auch nochmal drauf hin. Wir fangen aber erstmal mit der Füllung an. Die ist super, super einfach. Ich habe in meinem Topf ein wenig Sahne. Da kommt jetzt ein Teelöffel Glukosesirup dazu. Das ist super gut für die Haltbarkeit als auch für die Konsistenz. Dann kommt in meine Sahne zur Glukose noch etwas von meinem löslichen Kaffee. Und hinten in meinem Schüsselchen, genau, da habe ich eine Mischung aus Dunkel- und Vollmilchkuvertüre. Meine Sahnemischung wird jetzt einmal aufgekocht, dass sie richtig, richtig heiß ist. Und dann kommt die heiße Menge über meine Kuvertüre. Das Ganze wird zum Schmelzen gebracht und dann haben wir jetzt so eine richtig schöne Ganache, die wir zum Füllen benutzen. Also an sich denke ich erstmal relativ einfach. Das gesamte Rezept schreibe ich aber auch nochmal unten in die Infobox. Wenn ihr da nachlesen möchtet, da ist auf jeden Fall alles abgetippt für die Menge, die ich jetzt hier gemacht habe. Okay? Gut. Also Sahne drüber. Ich lasse das dann immer für einen kurzen Moment stehen, damit die Hitze von der Sahne richtig schön durch die Schoki ziehen kann. Und dann wird das alles schön geschmeidig, cremig verrührt. Und dann haben wir halt so eine richtig schöne, glänzende, einfach eine schöne glänzende Masse. Super, super schön. Bei mir sah das super aus. Ich habe das dann so stehen lassen und für, weiß ich nicht, eine Stunde auf zwei stehen lassen, bis die auf Raumtemperatur ist. Die darf nicht warm sein. Das ist ganz wichtig. Und in der Zeit, wo die jetzt am Abkühlen ist, habe ich mich schon um meine Form gekümmert und meine Kuvertüre selber zum Gießen. Dafür habe ich mir jetzt Zartbitterkuvertüre geschmolzen. Die Kuvertüre ist unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie diese wunderschöne Form hier. Die habe ich zugeschickt bekommen zum Testen. Ja, so soll das ungefähr aussehen. Ich war mit der Farbe ein bisschen sparsamer. Ich bin da nicht so ganz der Fan von, wenn es immer knetschbunt ist. Deswegen, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir hier so ein sprühfarbenes Glitzer genommen habe, wenn der Fokus gleich kommt. Da haben wir es in so einem super schönen Rubinrot. Das ist einfach nur so eine Pump-Sprühflasche. Damit habe ich jedes Herzchen so ganz rustikal ein bisschen ausgesprüht und dann war ich damit fertig. Ihr könnt das natürlich aber auch irgendwie richtig fest ausmalen und lebt euch aus. Ich fand es so eigentlich super hübsch. Auch das Pumpglitzer verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, weiter geht's. Also, Glitzer ist drin, Form ist verlinkt, temperieren habe ich gemacht. Meine Probe sah eigentlich relativ vielversprechend aus, aber meine Kuvertüre war nicht gut temperiert. Und das werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Das hat nämlich dazu geführt, dass ich graue Pralinen hatte. Das werdet ihr nachher halt, wie gesagt, auf dem Foto auch nochmal genauer sehen. Die konnte man trotzdem essen, das ist kein Problem, aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Schönheitsfehler und ja, also nicht so gut. Ich habe es trotzdem, also ich habe meine Form aber dennoch ausgegossen, zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht bewusst. Habe also meine Form einmal komplett mit Kuvertüre gefüllt, dann mit diesem blauen Abziehding feste gerappelt, damit die Luftblasen rausgehen, das dann über Kopf gestürzt, wie ihr hier sehen könnt. Dann auch wieder feste gerappelt, damit die ganze überflüssige Kuvertüre rauslaufen kann. Das Ganze einmal gerade und glatt abgezogen und dann über Kopf nochmal auf ein Backpapier gelegt und so dann für einige Minuten anziehen lassen. So sah das dann kurz danach aus. Ich habe das dann wupp, einmal auf dem Backpapier gestürzt, für ein paar Minuten liegen lassen, damit wirklich noch der letzte Rest, der zu viel ist, von alleine rauslaufen kann. Das Ganze wird dann nochmal ordentlich abgezogen und dann hat das so darauf gewartet, dass meine Füllung auf Temperatur, in Anführungszeichen auf Temperatur kommt, dass sie halt abkühlt, weil die hier auch noch gut warm war. Und es ist halt ein ganz wichtiger Punkt, eure Füllung darf nicht warm sein, die muss wirklich auf Raumtemperatur sein. Wenn die warm ist, schmilzt ihr euch die ganze Form wieder ein und dann klebt nachher alles ineinander fest. Also eure Ganache muss auf jeden Fall auf Raumtemperatur sein. Was ich dann gemacht habe, mir das hier in so einen Spritzbeutel, Einweg-Spritzbeutel gefüllt. Ihr wisst, die bevorzuge ich zum Arbeiten. Die verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Und ja, mit dem Beutel habe ich dann meine Fülle in die Pralinen gepackt. Da ist auch relativ wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr das Ganze nicht zu voll füllt. Das sieht man auch gleich im Clip nochmal richtig. Wenn ihr das zu voll füllt, könnt ihr die nachher nicht mehr richtig abschließen. Also da vielleicht eher ein Tacken sparsamer sein als zu viel. Aber ja, ansonsten einfach erstmal füllen. Da gibt es sonst nicht so viel zu beibeachten. Eine Anmerkung habe ich auch noch. Für so ganz kleine Mengen ist es immer sehr, sehr schwierig, ein genaues Rezept aufzuschreiben. Das heißt, ich schreibe euch zwar das Rezept auf, was ich hier für die Form benutzt habe, aber auch ich hatte nachher
einen kleinen Tacken über. Das seht ihr gleich auch noch. Das wird euch alles gezeigt. Also ihr verpasst nichts. Aber es ist halt sehr schwierig, genau auszurechnen, wie viel man für solche kleinen Formen braucht. Von daher, das Rezept, was unten steht, da könnt ihr sehen, ich hatte halt noch so ein Müh über. Wenn ihr genau die Form nehmt, habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber das noch kleiner zu rechnen, das war einfach schon eine Minimenge. Das wäre, glaube ich, echt knifflig gewesen. Was ich dann gemacht habe, nachdem ich die gefüllt habe, kommen wir zum Thema zurück, ist, dass ich die komplett habe fest werden lassen. Also die Ganache wird wirklich fest. Und das sollte sie auch. Das heißt, ihr lasst die am besten auch nochmal wirklich für eine Stunde auf zwei stehen, damit alles richtig schön fest werden kann. Dann schnappen wir uns nochmal die temperierte Kuvertüre und packen so ein bisschen was auf ein Ende von unserer Form. Und das wird dann mit einer Winkelpalette einfach nur schön gleichmäßig verteilt und somit werden dann halt die Pralinen einmal verschlossen, zugemacht und kriegen halt einen Boden, damit die halt einfach zu sind. Also mit der Winkelpalette einmal schön ordentlich verstreichen, den Rest abnehmen, gerade abziehen. Dann muss das Ganze nochmal fest werden. Das geht, wenn das hier so ein dünner Boden ist, meistens echt rucki-zucki. Also ein paar Minuten später konnten wir die Pralinen dann schon rauslösen, stürzen, dann waren wir auch schon fertig. Ja, das heißt, einen kurzen Moment warten und im nächsten Clip zeige ich euch, da sind sie dann fest. Ich biege meine Form meistens einmal nach rechts, einmal nach links, biege die so ein bisschen gegeneinander und dann rutschen die Pralinen eigentlich auch schon von alleine raus. Könnt ihr sehen, bleibt nichts stecken, super. Die glänzen, an sich glänzen die auch. Da habe ich mich geärgert. Meine Mama hat nicht verstanden, was das Schönheitsproblem bei den Pralinen war. Aber ihr werdet gleich auf dem Bild auch sehen, dass hier die blauen Pralinen habe ich halt dann nochmal gegossen mit richtiger temperierter Kuvertüre und mit meiner restlichen Füllung gefüllt. Und die roten haben halt diesen Grauschleier, das sieht man, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Die sehen so ein bisschen pickelig aus und die blauen sind halt so, wie es eigentlich sein sollte. Ich weiß, dass manche sich ein bisschen schwer tun und sich nicht richtig vorstellen können, was es heißt, wenn Schokolade grau wird. Und das ist das Paradebeispiel, so sollte es nicht sein. Da war die Kuvertüre einen Tacken zu warm und deswegen sieht die so aus. Aber alles in allem natürlich trotzdem genießbar und natürlich ultra genießbar, weil mega lecker. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ansonsten würde ich mich freuen und würde mir wünschen, wir sehen uns im nächsten Schoko-Video. Macht's gut, ihr Lieben!